Hey Leute, was geht und willkommen zurück hier bei iDesignisch. Letztes Mal hatte ich euch gezeigt, wie ihr denn ein Kissen erstellen könnt und heute wollte ich euch mal zeigen, also um das Kissen irgendwo drauflegen zu können, möchte ich euch gerne mal zeigen, wie man ein Sofa machen kann. So, im Anschluss, also in meinem Outro, werdet ihr noch die Links zu finden zu meinem Speedart von meinem Sofa und mein Tutorial zum Kissen. Und natürlich eine Videobeschreibung. So, fangen wir mal an. Als erstes wollen wir uns einen Würfel erstellen. Am besten ist es, wenn ihr so schon mal einen Gedanken habt, wie dann so ein Sofa aussehen könnte. Das hilft ungemein. Denn ich habe das jetzt einfach nur selber irgendwas gemacht. Also ich habe da keine jetzt ultimativen Werte, wie dann etwas sein soll. Also, erstmal hier die Unterfläche. Das heißt, wir ziehen uns da einfach mal so ein, sagen wir mal, sowas hier zurecht, sowieso nur Matratze. Und dann gehen wir hier bei den Attributen auf Rundungen. Stellen wir es ein. Jetzt haben wir das Problem, es ist zu rund. Das heißt, wir müssen bei der Größe der Rundungen mit den Werten spielen. So weit zurück, dass wir ungefähr so eine Matratze haben. Beispielsweise sowas. Genau, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ziehen wir es mal ein bisschen nochmal flacher. Ja, das könnte schon mal hinkommen. Jetzt duplizieren wir das, indem wir STRG C, dann STRG V, also den Würfel duplizieren wir und ziehen ihn uns einfach mal ein bisschen rüber und drehen ihn uns hochkant. Also auf 90 Grad. So, dass wir einfach und ziehen uns halt so, dass es halt passt wieder. Und auch dementsprechend höher. Jetzt, wie ihr sehen könnt, haben wir halt zwei Ebenen, die halt gleich hoch sind. Das sieht halt doof aus. Deswegen ziehen wir uns das ein Stückchen kleiner. Die hintere Lehne, sage ich mal. Ziehen wir es ein bisschen kleiner, sodass es passen könnte. Können wir uns das, indem wir die mittlere Maustaste drücken, können wir uns hier noch bei den verschiedenen Ansichten mal ein bisschen gucken, wie das denn genau passt. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Genau. Ja, super. Jetzt nehmen wir nochmal die untere Ebene und duplizieren wir die. Also wiederum STRG C, STRG V und ziehen wir die an die Seiten. Diesmal für die Lehne. Entschuldigung. Jetzt ziehen wir die ein bisschen schmaler, damit es hier eine Lehne ist. Und tun die wieder hochkant. Das heißt, wir drehen die wieder auf 90 und packen wir die wieder dran. Ja gut, ein bisschen kleiner können die noch. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, ja, das passt auch alles gut, alles wunderbar. Und jetzt ganz simpel. Ups, das war eins zu viel. Duplizieren wir das nochmal und schieben wir das einfach nur auf die andere Seite. Wieder gucken, dass es passt. Genau. Super. Ja, sieht doch schon mal soweit ganz gut aus. Jetzt duplizieren wir die untere Ebene nochmal und ziehen wir uns ein Stückchen höher. Also das sind die Sitzkissen, werden das. Das heißt, wir ziehen uns die ein bisschen schmaler und auch ein bisschen dünner. Jetzt müssen wir gucken, also wie ihr wollt. Ihr könnt die so breit haben, dass wir zwei haben. Aber ich will jetzt gerne drei nebeneinander haben. Deshalb, also habe ich hier schon mal ein Kissen und das dupliziere ich ganz normal einfach wieder. Und packt es hier neben. Macht es nochmal. Ja, gut. Mist. Dann machen wir eben nur zwei draus. Egal. Machen wir es ein Stückchen größer. Duplizieren wir das. Machen wir die ganze Schose doch ein bisschen kleiner.
Ja, ist ein bisschen fummelig, bis ihr das dann etwas raus habt, wie es denn passen könnte. Mal nur ärgerlich. Ups. Na, komm schon. Also bei meinen, na, was habe ich denn? Ach, da habe ich eine Ebene zu viel dupliziert. Bei meinen Speed Art ist es so, da hatte ich halt ein größeres Sofa insgesamt gemacht, also größere Ebene, und da war es dann kein Problem, das halt in drei Teile zu teilen. Aber jetzt hier ist es doch ein bisschen schwerer als erwartet. Mist, das ist doch doof. Ja, so könnte es passen. Ja, okay, gut, nehmen wir so. Jetzt wollen wir es noch ein bisschen... Gucken wir mal, ob das alles so passt. Ja, das sieht doch ganz okay aus. So. Es war jetzt nur ein kleines Sofa. Jetzt könnt ihr halt noch ein Material nehmen. Zum Beispiel, ihr macht es... Das hatte ich bei meinem Speedart, hatte ich das ein bisschen ins Beige. Einmal hier, dann einmal hier und einmal hier und einmal hier und dann hatte ich noch rot. Also am besten keine Spiegelung oder sowas, weil das ist ja Leder oder Kunstleder oder so und das spiegelt nicht. So, wenn wir das rendern, sieht es so aus. Können wir noch irgendwie mal einen schicken Boden nehmen. Ziehen wir den halt unter das Sofa. Ja gut. Ändert sich jetzt nicht viel. Aber so in etwa ist es dann einfach. Ihr könnt halt noch Licht und sowas hinzufügen, aber das ist jetzt ein bisschen, wird dann zu lang. Oh, das war mein Handy. So, das war das Startsignal. So, das war sie mir schon wieder mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt am Ende, bei meinem Outro, könnt ihr noch wählen, ob ihr meinen Speedart sehen wollt vom Sofa. Ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen länger und ein bisschen besser. Und ansonsten habe ich noch ein Tutorial, wie ihr Kissen erstellen könnt. Das heißt, ihr könnt dann irgendwie noch Kissen machen, die ihr dann noch an die Seiten tut und die an die Lehnen und so weiter und so fort. So, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend oder guten Tag oder guten Morgen und bis zum nächsten Mal.